Wir steigen auf einen hohen Turm, auf dem eine seltsame Waffe lagert. Doch zu unserer Überraschung wurden wir bereits erwartet und werden direkt angegriffen. Und damit willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Wir haben ja in der letzten Folge das DLC gestartet und wir haben 16 Fertigkeitenpunkte, die gerne ausgegeben werden wollen. Und wenn wir das getan haben, dann schauen wir einmal, ob wir irgendwelche schönen Waffen bei den Quennen hier kaufen können. Und vor allem machen wir danach die Hauptquest weiter und ich bin gespannt, was da noch alles auf uns wartet. So, wir haben das und wir haben das. Wundervoll, wir haben alles freigeschaltet. Jetzt, ja, sind unsere Fertigkeitenpunkte eigentlich nur noch dafür da, die Fertigkeiten alle auf Level 3 zu bringen. Und dann haben wir fertig. Dann haben wir alles voll. Krass. Wirklich krass. Okay. So, aber ich möchte einmal gucken, wo haben wir denn da oben? Da oben ist das Pfeilbogensymbol. Da möchte ich hin. Komme ich von hier aus hoch? Nein, Aloy kann sich nicht an Kanten festhalten, die nicht dafür vorgesehen sind. Schade. Dann gehen wir eben den offiziellen Weg. Da ist auch die Werkbank. Fremde. Lust auf ein Geschäft? Und unsere Truhe. Da müssen wir auch ran. Sekunde. Alle Kategorien auffüllen. So haben wir es gerne. Achso. Und da ist er. Hallihallo. Jäger. Ich will handeln. Danke. Oh, der hat legendäre Waffen. Ich brauche legendäre Waffen. Wir können uns keine einzige legendäre Waffe leisten. Das finde ich scheiße. Muss ich ehrlich sagen, was ist denn Brimglanz? Okay. Ich stelle eine Vermutung an. Brimglanz ist der Grünglanz des DLCs. Leute, wir brauchen Brimglanz. Und zwar 8. Den Jägerbogen hätte ich gerne. Den Scharfschussbogen hätte ich gerne, also 16. Ich hätte gerne... Nö, den Seilwerfer brauchen wir nicht. Bolzenschießer brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Aber Ferner Donner hätte ich, glaube ich, auch gerne. Also brauchen wir ungefähr 24 Stück. Nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau. Wir müssen Brimglanz suchen. Das merken wir uns. Brimglanz. Aber zuallererst machen wir hier die Hauptquest weiter. Wir müssen zu einer Brücke, die irgendwo hier sein soll in der Gegend. Ich nehme mal an, das da ist die Brücke. Und wir sind jetzt natürlich unten und nicht oben. So wie es sich für eine gute Aloy gehört. So, aber hier sollten wir, glaube ich, hochkommen. Das wäre sehr schön. Gut. Und hier hinten treffen wir gleich unsere, ja, neue Freundin. Die da wartet. Wo genau, weiß ich auch gerade nicht. Ach, hier ist noch eine Brücke. Wahrscheinlich dann hier. Okay, ich sollte mich mit Zeka treffen und zum Turm aufbrechen. Aha, da ist Aloy, sie. Aloy, hier drüben. Hallo. Hey, ich bin hier. Also, wie kommen wir zum Turm? Diese Wege führen uns hin. Such dir einen aus. Toll, such dir einen aus. Auf geht's. Ich gehe dann hier lang. Behaupte ich mal. Du weißt sehr viel über mein Volk. Aber ich weiß kaum etwas über dich. Zum Beispiel, wen du auf Sternhöhe suchst. Er ist ein Flüchtling. Komm schon. Das ist doch nicht alles. Konzentrieren wir uns darauf, zum Turm zu kommen. So geheimnisvoll. Naja, ich glaube auch. Also Aloy vertraut der Guten scheinbar noch nicht so richtig, dass sie ihr anvertraut, ja, was genau ihr Plan ist. Und was ist denn da vorne? Ich meine, hier ist ein Lagerfeuer. Ich habe neulich gesehen, wie der Turm einen ganzen Schwarm abgeschossen hat. Aha. Die armen Dinger sind südlich von Flottenende ins Meer gestürzt. Habe ich noch nie gesehen. Dieser Turm muss weg. Allerdings, dieser Turm muss definitiv weg. Man sieht ihn von hier leider nicht. Warte, begutachten konnte ich hier noch. Da. Er sieht aus wie ein Sonnenflügel. Aber die Kopfform ist anders. Bevor der Turm hier war, sind sie ständig vor der Küste getaucht.
Nun gut. Ist auch sehr schön, passend zu dem ganzen... Ja, ein bisschen gruselig, ein bisschen gefährlich, wird es jetzt neblig und dunkel. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Wir kommen näher zum Turm. Als ich das letzte Mal dort war, bin ich nicht weit gekommen. Wir finden einen Weg. Genau. Hoffentlich. Da vorne leuchtet was. Ich befürchte, es ist eine Maschine. Es ist so eine Art Maschinenwuchs. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das sieht nicht gesund aus. Warte, kann ich drauf schießen? Ah, dachte ich mir. Oh, da ist eine Maschine geschlüpft. Was? Wo? Sehe ich nicht, dass hier was geschlüpft ist. Ist vielleicht auch besser so. Ih, was ist das denn? Okay, die sterben sehr schnell, das ist gut. Aber ist ja ekelhaft. Maschineninsekten gibt es jetzt offenbar. Das ist ja... Okay, wo? Die waren letztes Mal definitiv noch nicht da. Okay, ich sehe tatsächlich gerade nicht noch mehr Eier. Die hier dran haben wir gerade kaputt gemacht. Okay, hier sind jede Menge Eier und jede Menge Gebüsch. Boah, diese Eier sind überall. Ja, und ich habe das Gefühl, wir fahren gleich, wer sie gelegt hat. Dann mal los. Wir erfahren gleich, wer sie gelegt hat? Das möchte ich ehrlich gesagt nicht erfahren. Okay, haben wir hier noch welche? Nee, da ist eine Kiste. Das Viech da hat sie doch bestimmt nicht gelegt. Das Viech da hat sie gelegt. Was ist das? Säure verursacht hier Kontrast. Oh, Achtung, große hässliche Maschine. Ach, wirklich? Wir müssen sie erledigen, um in den Turm zu kommen. Geilbau. Bin dabei. Dann mal los. Das ist ein riesiger Frosch. Eier. Okay, warte. Mehr, Feuer, besser, Frost. Okay. Feuer und Frost mag das Viech nicht. Ich mag das Viech auch nicht. Okay, warte. Ich muss es nochmal scannen. Was ist das? Metallbissbeutel. Okay, pass auf. Wir machen einmal den da. Maschine, du hast mir... Das hat ja super was gebracht. Offiziell gar nichts. Heilige Scheiße. Okay. Ohne Munition. Heilige Scheiße. Aber so funktioniert es einigermaßen. Ich sagte einigermaßen. Vorausgesetzt, Aloy bewegt sich. Alter, diese Maschine ist ja richtig scheiße. Wow, Vorsicht, da vorne. Okay. Heiliges. Ist die eklig, diese Kackmaschine. Meine Güte. Aber so geht's. Halbwegs. Okay, einmal noch. Komm. Okay, 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 sie ist weg.
Erledigt. Ja, ja, ich bin erledigt. Na los, der Eingang ist in dieser Richtung. Ja, Sekunde, ich muss das Viech looten. Vorher gehe ich nicht. Ich kenne, wie das aussieht. Wie es aussieht. Ist ja eklig. So. Das hätte jetzt ja schon so ein bisschen Brimglanz für mich haben können, ne? So, dieses Maschinchen. Igitt, geh weg. Ist das widerlich. Aber okay, gut. Warte, da hinten muss ich immer kurz hin. Da spritzt Lava aus dem Boden. Das sieht cool aus. Das muss ich mir kurz angucken. Wo willst du hin? Zur Lava. Ich muss gucken. Ja. Sieht cool aus. Sieht sehr cool aus. Aber wirklich. Gut, genug geguckt. Jetzt erstmal schnell zum Lagerfeuer. Das müssen wir nämlich auch einmal entdecken. Okay, Holz ist voll. Wunderbar. So, Sekunde. Einmal zum Feuer. Hä? Warte. Haben wir eine Taschenlampe? Seit wann haben wir eine gottverdammte Taschenlampe? Jetzt mal im Ernst? Seit wann haben wir eine Taschenlampe? Wir hatten... Jetzt ist sie auch wieder aus. Hä? Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Aber okay. Ich muss unsere Wachen später warnen. Diese Maschine war sicher nicht die einzige ihrer Art. Ich habe das Gefühl, dass jeden Tag was Neues versucht, uns umzubringen. Das Gefühl kenne ich. Ich befürchte, das Gefühl stimmt sogar. So, okay. Hier durch. Aha. Ach, dadurch. Ist das eine Lampe? Ich muss rüber. Es ist eine Lampe. Was glaubst du? Nee, das ist mir zu weit. Warte, ich gucke mich erstmal um. Wir haben schließlich eine Taschenlampe. Weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe keinen Weg nach oben gefunden. Aha. Ich werde mich mal umschauen. Gut, dass wir jetzt da sind. Aloy kriegt erstmal die Felsen auf den Kopf. Aber es interessiert sie zum Glück überhaupt nicht. Das sah so leicht aus. Wunderbar. Wegen deines Flüchtlings. Ich muss wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es kann doch kein Zufall sein, dass er genau wie meine Leute auf Sternhöhe ist. Er heißt Walter Londra. Er ist ein Zenith. Was die Quen einen lebenden Ahnen nennen würden. Ein lebender Ahne? Aber dann lebt er ja schon seit Jahrhunderten. Yep. Bei den Gezeiten. Du meinst das ernst? Natürlich meinen wir das ernst. Boah, alle Fahrstühle außer Betrieb. Ich glaube, es hackt. Und eventuell suche ich Brimglanz. Ich gebe es zu. Wahrscheinlich finde ich hier gar keinen, aber... Egal. So. Ich höre da was. Da klopft was. Dir. Ja, die Frage ist, wohin? Nach mir. Warte, wir gehen mal zu ihr. Okay. Sollen wir runter? Wir sollen doch rauf. Ich bin verwundert. Warte mal. Es geht hier theoretisch, glaube ich, auch hoch. Nee, warte, da unten waren wir doch gerade.
Aha, Kiste. Okay, ja, das war absolut falsch. Kacke, warte. Wie komme ich da jetzt wieder? Nein! Ah! Also, die anderen Quen, sie... Wir machen später weiter. Genau, hier waren wir gerade. Also, sind wir hier nochmal hoch? Die anderen da. Quen, sie... haben mich erkannt. Ich sehe aus wie eine eurer Ahnen. Aber ohne eure Wahrsager hat wohl niemand hier die Ähnlichkeit erkannt. Oh. Ja, die übrigen hier sind Seeleute und Soldaten. Ah, okay. Ich hatte mich nämlich in der letzten Folge schon gewundert, warum Aloy hier niemand erkannt hat. Da unten waren wir doch gerade, oder nicht, ne? Doch. Muss ja. Ich bin gerade verwirrt, ich weiß nicht, wo es war. Ach, da geht's weiter. Aloy, warum tust du dieses? Grrr. Ich schwöre, das war nicht geplant. Na gut, alle guten Dinge sind 5 oder so. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wo es weitergeht. Ist ja schrecklich. Ja, guck nicht so doof. Ich weiß, ich bin abgestürzt. Es tut mir leid. So. Da hinten müssen wir nämlich hin. Hier geht's weiter hoch. Oh. Dann, bitteschön, Seika. Danke. So. Oh, Brimglanz. Oh, und wir kriegen gleich 2. Das ist super. Also, das ist wirklich super. Okay, toll. Du hast ein Stück Brimglanz gefunden. Eine seltene und wertvolle Ressource. Brimglanz kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist an den brennenden Küsten versteckt. Gut, also quasi Grünglanz, nur in Brim. Sehr gut. Okay, soweit so gut. Kriegst du den Schacht auf? Ja, wenn ich nicht runterfall vorher. Wobei, hier kann ich ja runterfallen. Gut. Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Natürlich, Aloy, sagen Sie mal. Hä? Mit dem richtigen Timing schaffe ich es zum Schacht. Was für ein richtiges Timing. Bin ich gerade zu blöd? Also offensichtlich. Ich habe meinen Zugwerfer. Mein Zugwerfer sagte, ne, du kommst da nicht ran. Wieso nicht, bitte? Also ich verstehe es gerade wirklich nicht. So vielleicht? Also das ist doch jetzt wohl wirklich nicht wahr. Warte. Ich soll... Ach so, natürlich. Kämpft und fliegt und sie sieht gut dabei aus. Natürlich geht das so. Es geht natürlich mal nicht mit dem, mit unserem Seilzug, was auch immer, Werfer. Nein, wir müssen uns ranhangeln. Das mussten wir zwar vorher nicht, aber ist ja egal. Wärst du doch früher hier gewesen, dann hätte ich vielleicht schon mehr geschafft. Ja. Du bist bestimmt ziemlich wichtig für deinen Stamm. Ich bin als Ausgestoßener aufgewachsen. Oh. Das tut mir leid. Ohne sie bin ich besser dran. Nach dem, was in der Siedlung war, wäre das bei dir auch so. Ich gehöre zu den Auserwählten.
Ich verlasse nicht einfach das Schiff, wenn die See einmal rau wird. Okay. Vergiss es. Ich habe die ganze Zeit so Angst, hier irgendwo runterzufallen. Sind wir ehrlich? Habe ich wirklich. Vor allem wüsste ich jetzt gern, wo es weiter hochgeht. Okay, sie guckt dahin. Okay, ich soll scheinbar den Schildflügel einsetzen. Okay, warte. Nein! Ja. Das war, glaube ich, so nicht geplant. Warte, hier sind wir richtig. Also so und... ich mache diesmal direkt hier. Schöne Abkürzung. Ich finde einen anderen Weg rüber. Mach mal. Der Weg hier ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich glaube, wir sind fast oben. Das wäre super. Und dann werden wir ihn abschalten. Das geht doch mit Sicherheit nicht so leicht. Sind wir ehrlich, tut es nicht. Klingt, als hätte der Turm noch ein Ziel. Okay, hier ist, soweit ich das sehen kann, nichts. Was leuchtet da blau? Nichts Besonderes. Er hat noch eine Maschine erwischt. Wir müssen ihn stoppen. Ich finde Gesundheitstränke, das ist klasse. Okay, und hier ist das Lagerfeuer. Da. Wir alle wissen, was das bedeutet. Nee, das heißt es nicht. Warte, das will ich tun. Schnell speichern. Ganz schnell speichern. Holy, holy moly. Aber wir sind wirklich fast ganz oben angekommen. Hey, Brimglanz. Okay, und nu? Wir müssen hoch. Warte, das Ding hier ist doch bestimmt nicht ohne Grund da, ne? Nein, ist es nicht. Geschafft. Das sieht definitiv aus wie etwas, das Laundra bauen würde. Offensichtlich. Oh, okay. Aber wie stoppen wir das, wenn ein Teil davon da oben ist? Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns mal um. Okay, warte, ich gucke hier. Was gefunden? Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich folge einfach mal dem Kabel, dem dicken Fetten. Die Frage ist, habe ich noch nie gesehen. Nur, wie kommen wir weiter hoch? Gegen ihn zu stoppen. Komme ich einfach an dem Kabel selbst weiter hoch? Nein. Okay, hier komme ich so nicht weiter. Da! Okay. Hier kommen wir weiter hoch. Und da geht das Kabel noch ein... eine Art Zugriffsknoten sein. Den können wir natürlich einfach überbrücken. Also, wir können es zumindest versuchen. Es kommt runter. Das klappt. Hey, hoffentlich hat dir dieser Turm gefallen. Er ist nur für dich. Na klasse. Eine Aufzeichnung von Laundra. Eine Erinnerung, dass ich dir, anders als meine alten Kollegen, einen Schritt voraus bin. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein. Er wird auf uns schießen. Entdeckung! Entdeckung bin ich! Guck, Deckung ist hier. Wie sollen wir das Ding aufhalten? Ich scanne das. Das hast du eben schon versucht. Komisches schwebendes Schrumpf. Hinten ist ein Energiekern. Ich muss da hoch, um ihn zu zerstören. Hoch. Beeil dich. Was für hoch? Ich kenne kein Hoch. Das einzige Hoch, das ich kenne, ist das hier. Aloy, hoch. Okay, aber noch weiter hoch kenne ich hier nicht. Hä? Wo muss ich hoch? Weiter nach oben. Ja, wie denn? Du kriegst mich nicht.
Aloy ist witzig. Ich muss weiter nach oben. Ich sehe hier leider nichts, wie ich weiter nach oben kommen könnte. Ah, hier vielleicht. Warte. Okay, was ist da hinten? Wir müssen dieses Ding unbedingt stoppen. Ja, ich versuch's. Ich suche mir gerade einen Weg nach oben. Da. Aha. Raus und hoch. Klar, komm. Raus und hoch. Weil das natürlich auch super einfach ist, aber gut, wir machen das. Heilige Scheiße. Aber es war klar, dass das nicht einfach so easy ablaufen wird. Sind wir ehrlich, wir wussten das. Problem ist... Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich hoffe, du bist nah dran. Ich auch. Halte durch, Saker. Okay, und jetzt auf den Energiekern. Da weiß jemand, dass du da oben bist, Aloy. In Deckung. Na los, schieß auf mich. Nicht auf sie. Hier! Abgelenkt! Tu, was du tun musst! Okay! War's das? Das Ding wird leuchten! Pass auf! Oh oh! Wow! Alles okay? Ja, ich lebe noch! Noch! Ich sehe vorne noch einen Kern. Alles klar, weiter ablenken. Der da. Oder was? Na also. Okay. Ich glaube, es gibt noch einen Kern. Ja, ich habe ihn gesehen, oben. Erwischt. So, war's das jetzt, bitte? Ja. Heilige Scheiße. Ja, aber wirklich. Ich habe mir dafür jetzt eigentlich noch ein bisschen Brimglanz verdient. Ich nehme aber auch die Truhe hier. Ist okay für mich. Heilige Kacke. Kann ich's looten? Das war heftig. Okay, jetzt muss ich hier nur wieder raus. Und wir konnten sie looten. Das ist sehr schön. Wir haben irgendwas bekommen fürs Gewebe oder für die Waffe. Puh! Tja, das ist nicht ganz so gelaufen, wie erwartet. Ist doch alles gut. Und jetzt kann deine Maschine uns nach Sternhöhe bringen, richtig? Ja. Sie flog beim Absturz weg. Ich muss sie zurückrufen. Ein Schritt näher an meiner Schwester und dem lebenden Arm, den du suchst. Aber ich sollte zuerst beim Admiral Bericht erstatten. Ihm versichern, dass wir Fortschritte gemacht haben. Okay, wir treffen uns dann in der Siedlung. Weißt du, ich bin froh, dass du dabei bist. Das wirkt irgendwie so, als würde die Quest voll schnell gehen, habe ich das Gefühl gerade. Aber das kann nicht sein. Also, das sind wir ehrlich, das kann nicht sein. Saker ist nicht wie die anderen, Gwen. Das steht fest. Der Turm ist jetzt abgeschaltet. Ich könnte mich umsehen, bevor ich sie treffe. Machen wir auch. Nebenbei vielleicht Vorräte auffüllen. Gucke mal, da ist unser Fliegeviech. Ich finde das super. Haben wir hier Fragezeichen? Warte, was ist denn das da? Ach, das ist die Luftaufnahme, die wir schon halb entdeckt haben, aber noch nicht ganz. Ich würde sagen, lasst uns das doch mal machen, die Luftaufnahme. Lasst uns die doch einmal machen. Komm her, mein Fliegeviech. Oh, ich hab dich vermisst. Ich habe dich vermisst. Ich hab dich sehr vermisst. Zurück in die Wolken. Ah, ist das schön, wieder zu fliegen. Ha. Ist das schön. Dann kann man sich aus der Luft noch mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, die Stadt war auch mal gerader. Die ist so schief. Aber sehr, sehr cool. Sehr cool, dass man hier jetzt auch noch in L.A. ist. Und da hinten, da ist das Hollywood-Sign.
Ist das eine riesige, fette Maschine? Beim Hollywood-Sign? Ich glaube, ja. So, okay, Luftaufnahme. Was bedeutet Luftaufnahme? Finde den Ursprung des Signals. Hier. Warte, Vögelchen, bleib mal, mach mal Sitz. Okay, weiter runter kann ich nicht. Ich würde sagen, wir landen mal hier. Okay, warte. Ich steig einfach ab. So. Okay, wir sind ein Müh zu hoch. Jetzt nicht mehr. Wundervoll. Den Versuch ist's wert. Warte. Das kriegen wir von hier aus nicht hin, ne? Nee. Aber von wo dann? Vom Flug aus? Nee. Oder, warte mal. Beschleunigen, hochsteigen, landen, Fassrolle, bremsen, absteigen. Oder kann ich... Metallklammer aufnehmen. Geiler Scheiß, Alter. Okay. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Und hier ist ein improvisierter Sender. Dieser Sender, auf ihm befinden sich beschädigte Daten. Und er ist mit einer Flugbahn verlinkt? Vielleicht kann mein Fokus die Daten reparieren, wenn ich der Spur folge. Ach du Scheiße. Ich muss zu den Startkoordinaten in der Nähe aufsteigen. Okay. Nee. So nicht. Ich habe X gedrückt. Aber okay. Hallo? Viech? Flieg doch bitte. So. Von dort kann ich die Flugbahn des Senders empfangen. Achso, und jetzt müssen wir einfach hinterherfliegen. Okay, ich glaube, mein Fokus repariert die Senderdaten. Cool. Oh, ich verliere das Signal. Kannst du gar nicht. Okay. Daten werden noch repariert, aber es gibt ein Audioprotokoll. Cool. Heute wären wir fast draufgegangen. Wir sollten Daten von großer Wichtigkeit für Zero Dawn extrahieren. Unsere Mission führte uns in die seltsame Babyklinik der Snobs in den Hügeln. Wozu braucht eine Superwaffe Infos über Embryonspeicher? Dafür wurden Soldaten, Zivilisten zu Biomasse-Slushies geschreddert? Ich gestehe, das ist irgendwie super entspannend. Einfach so ein bisschen rumsegeln. Irgendeiner Flugbahn hinterher. Und dabei einer Geschichte lauschen. Irgendwie cool. Nichts ergab irgendeinen Sinn. Aber es war keine Zeit, tiefer zu graben. Der Schwarm fraß die Hügel um uns herum. Wir haben das Wirt kaum erreicht. Die 4., 9. und 11. MEB haben einem Titan einen guten Kampf geliefert. Haben sicher nicht viele überlebt. Das hier ist wirklich cool. Aber die Spur sieht man sehr schlecht. Ah! Aber es ist sehr cool. Okay, ich glaube, da vorne ist das große Ganze gleich fertig. Sehr, sehr nice.
Aktiviere die Luftaufnahme. Habe ich das nicht gerade gemacht? Wenn ich zu weit... Hab die Flugbahn verloren. Ich muss es von Anfang an neu versuchen. Was? Ich bin aber doch durchgeflogen. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ich bin doch da durchgeflogen. Hä? Okay, also alles nochmal von vorne. Diesmal machen wir es aber auch ein bisschen schneller. Hoffentlich. Ey, ist hier noch ein Feuer? Guck mal, hier ist sogar noch ein Lagerfeuer. Das aktivieren wir mal. Sehr schön. So, wir kürzen hier noch mal ein bisschen ab, soweit es halt genehm ist. Fliege, Viech! Es fliegt nicht! Sag mal, ist es dumm? Ich muss mich an die Flugbahn halten. Ja, Aloy, das versuche ich. Grrr. Hat es sich einfach festgehakt. Aber müssen wir uns jetzt nochmal alles anhören? Heute wären wir fast aufgegangen. Na gut. Wir sollten Daten von großer Wichtigkeit für Zero Dawn extrahieren. Unsere Mission führte uns in die seltsame Babyklinik der Snobs in den Hügeln. Wozu braucht eine Superwaffe Infos über Embryonspeicher? Dafür wurden Soldaten, Zivilisten zu Biomasse-Slushies geschreddert? Nichts ergab irgendeinen Sinn, aber es war keine Zeit, tiefer zu graben. Der Schwarm fraß die Hügel um uns herum. Wir haben das Wirt kaum erreicht. Die 4., 9. und 11. MEB haben einem Titan einen guten Kampf geliefert. Haben sicher nicht viele überlebt. So, diesmal geht's deutlich schneller. Und ich halte diesmal an. Versprochen. Man muss zum Glück nicht komplett genau drauf bleiben. Da. Okay. Sagt immer, eines Tages hätte er eine Villa mit Blick auf den Hollywood-Schriftzug. Oh. Dann starb er für Zero Dawn. Was immer das zur Hölle wirklich ist. Niemand konnte die Wahrheit wissen. Elizabeth wusste, es war der einzige Weg. Das ist das Viech, das hier liegt. Okay. Da drin kann ich nicht fliegen. Ich steig lieber ab. Ja, dann steig ab. Absolut in Ordnung für mich. Das ist das Viech, gegen das die gekämpft haben. Der Titan. Hollywood. Einst wurde es Land der Träume genannt. Der Traum ist wohl vorbei. Sieht ganz danach aus, sieht aber trotzdem verdammt geil aus. Aber ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Und ja, wir schauen uns dann in der nächsten Folge weiter um. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.